Ich habe einen ganz tollen Tipp mitgebracht, was du tun kannst, wenn du entgiften möchtest oder abnehmen möchtest und dich immer wieder der Heißhunger einholt. Ich selbst habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, in einer Phase, in der ich keine Mittagspause hatte und dann zwischen 4 Uhr und 5 Uhr das Gefühl hatte, ich esse jetzt alles, was mir in die Hände kommt. Am liebsten Schokolade, Kuchen und Riegel. Aber das war keine gute Lösung. Dann habe ich diese Übung entdeckt. Und ich sage euch, sie ist wirklich genial und sie wirkt absolut. Sie ist auch simpel und das gefällt mir sowieso immer am besten. Ihr Name? Sitali oder Sitkali? Ein Namensunterschied, ein kleiner und genauso klein ist der grundsätzliche Unterschied. Für Sitali, da bist du Roller. Das heißt, du kannst die Zunge längs rollen. Ich mache das gerade mal, es sieht immer sehr witzig aus. So, manche Menschen können das, manche können das nicht. Wenn du es kannst, bist du Roller und kannst Sitali praktizieren. Wenn es nicht geht, dann mach Sitkali. Du legst die Zungenspitze von hinten gegen die Schneidezähne und rollst die Zunge dann quer. Ich mache es gerade vor. So, das ist so eine Querrolle. Eine Längsrolle, die Querrolle. Okay, super. Dann hast du deine Zungenposition gefunden und setzt dich auf die Matte oder den Teppich, wo du gerade bequem bist. Stellst die Füße auf, fasst die Schienbeine mit den Händen, machst jetzt deine Zungenrolle vorwärts, längs oder quer und atmest jeweils durch die Zunge ein und aus und dabei rollst du nach hinten. So. Drei Minuten, fünf Minuten, solange du kannst. Alles ist gut. Du merkst schon, das hat einen kühlenden Effekt, dieses Ein- und Ausatmen durch die gerollte Zunge. Und absolut sicher vergeht damit dein Hunger. Mach es vor dem Essen auf nüchternen Magen auf jeden Fall. Oder wenn du merkst, wow, jetzt kommt so eine Heißhungerattacke und die atme ich weg. Ich garantiere dir, es funktioniert und ich freue mich drauf, wenn du mir schreibst, wie es dir damit ergangen ist. Ganz, ganz viel Spaß und ganz, ganz viel Erfolg dabei.